This year we're going to celebrate 100 years. Dieses Jahr feiern wir 100 Jahre Dormagen. Und um das zu feiern, gestalten wir ein weiteres neues Kunstwerk in Covestro-Farben. Wir haben das Poliol-Hochregallager am Tor 10 ausgesucht, das wir mit 328 Bauklötzen bemalen. Einige Farbflächen sind bis zu 10 Quadratmeter groß. Und sie werden alle in den 6 Farben des Covestro-Logos sein. Die Illustration zeigt Bauklötze, soll Gegenstände in Bewegung und die Logistik darstellen, auf der unser gesamtes Geschäft basiert. Wir haben uns natürlich gefragt, was wäre eine geeignete Lokation für dieses Kunstwerk hier in Dormagen. Und nichts passt da eigentlich besser als unsere Lagerhaltung, da wo die Produkte entstehen, wo sie dann auch zunächst einmal eingelagert, gestapelt werden, dann zum Kunden gehen. Also das passt sehr gut. Industriekunst ist spannend, weil es meistens große Projekte sind. Das stellt nochmal einen ganz anderen Spielraum zur Verfügung. Und für die Betrachter ist es auch neu. Die rechnen ja hier gar nicht damit. Ein gestalteter Industriebau, der sonst immer nur eine funktionelle Bestimmung hat, ist ja so erstmal was Neues, was fasziniert. Artwork bei Covestro bedeutet, in einer eher farblosen Industrielandschaft farbenfroh aufzutreten, bunt aufzutreten, aufzufallen, anders zu sein als der Wettbewerb. Wir arbeiten ja normalerweise mit anderen Schwerpunkten und es ist natürlich mal was Besonderes, hier bei so einem Kunstwerk mitzuwirken. Es waren viele Punkte, die man berücksichtigen muss. Es fing an mit unterschiedlichen Dachlasten. Es war für uns auch neu, mit Hängegerüsten zu arbeiten, mit Kontergewichten zu arbeiten. Wie kann man die Leute sicher aus den Gondeln wieder nach unten bringen? Die Herausforderung bestand darin, dass die komplette Altbeschichtung entfernt werden musste, also mit Hochdruckreiniger abgestrahlt werden. Schritt 2. Alles verputzen mit einem speziellen Betonputz, danach grundieren, dann wirklich herauszufinden, welche Größe genau muss ein so ein Bauklotz haben, um dann proportionsgetreu und lotrecht anzuzeichnen und für die Maler die ganzen Positionen und Striche und Informationen zu hinterlassen, damit die Flächen ausstreichen können. Welche Farbe, wo ist das Licht, wo ist der Schatten? Begeistert hat mich die Größe des Gebäudes, die gute Sichtbarkeit. Dann gab es natürlich keine Fenster wie bei einem Wohnbau, also glatte Flächen, gerade Flächen, kaum Elemente, die ablenken und da kann man sich natürlich wesentlich besser austoben. Am Anfang hat man noch eine gewisse Skepsis, aber wenn man sieht, wie das Ganze wird, steigt immer mehr der Spaßfaktor. Man sieht, da passiert wirklich was, das ist was Besonderes. Wir kommen ins Gespräch mit dem Kunstwerk, also das ist schon eine tolle Sache. Das Team ist super wichtig, da muss auch gute Laune vorhanden sein, da muss auch mal ein Witzchen gemacht werden. Sollte möglichst stressfrei laufen, also jeder sollte die Zeit haben, das vernünftig umzusetzen und da auch Spaß dran zu haben. Ich finde das super, dass Covestro sich damit auseinandersetzt, verschiedene Gebäude in Kunstwerke zu verwandeln. Die Leute gucken da drauf und sagen, finde ich cool, finde ich toll. Wie sich das Ganze wieder in dieses Landschaftsbild hier auch einfügt. Mit dem Rhein, mit dem Ufer und überhaupt in der Landschaft so hervorsticht, das ist das, was für mich auch die Faszination ausmacht. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie man mit Farbe ein Gebäude verwandeln kann, sodass die eigentliche Funktion nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die Gestaltung den Menschen auffällt. Das ist für mich was, was mich immer wieder stolz macht. Ich glaube, wenn unsere Mitarbeiter über dieses Artworks-Projekt mit der Unternehmenskultur mutig, neugierig, bunt, direkt verbunden sind, ist das ein Sinnbild für unsere Tätigkeit im Werk, für unsere Unternehmenswerte. Das beim Betreten des Werkes gleich zu sehen, das ist eine tolle Sache. Das Lager reiht sich in unsere Kunstsammlung ein. Mit dem bunten Schornstein in Brunsbüttel, der mobilen Graffiti-Wand, die bereits in Leverkusen und Krefeld war, und dem riesigen Covestro-Logo in Pittsburgh. Es bringt Farbe in eine sonst graue Industriewelt. Und zur feierlichen Eröffnung werden wir den größten menschlichen Gabelstapler bilden, bestehend aus mehreren hundert Leuten. Das ist großartig. So viele lächelnde Gesichter und Kinder und auch Leute aus der Nachbarschaft sind bei uns. Ich denke, wir werden es schaffen. Wir brauchen ein Minimum von 250 Menschen. Und heute haben Sie 600
94 Personen. Eine neue Guinness World Records Hütte. It's great. We've now got a Guinness record. Es ist großartig. Wir haben jetzt einen Guinness-Weltrekord in Dormagen mit über 600 Leuten. Darum geht es bei Weltrekorden, Menschen näher zusammenzubringen. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Das fühlt sich sehr gut an, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, das haben wir als Firma Covestro auch in den 2 Jahren gezeigt, dass wir das im großen Zusammenhalt schaffen. Das macht uns stolz heute, dass wir so viele Menschen auch dafür motivieren konnten. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Alles super gelaufen, tolle Kollegen getroffen, alte Kollegen wieder getroffen und für Dormagen ein Wahnsinnszeichen. Ich bin überwältigt. Der Rekordversuch ist sehr gut gelaufen. Es war sehr gut organisiert. Alle Teilnehmer hatten eine positive Einstellung. Es war wirklich gut. Der nächste Schritt? Bleiben Sie dran. Es ist noch mehr geplant, denn wir werden auch weiterhin die Welt lebenswerter machen.